Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir in InDesign Musterseiten erstellen können. Sie sind super praktisch und leicht zu machen. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und ich wünsche euch nun viel Spaß dabei und los geht's. Musterseiten sind super praktisch, wenn ihr euer Portfolio erstellen wollt oder eine andere Semesterbroschüre zum Beispiel. Wir mussten damals im Studium im Fach Gestaltung eine Semesterbroschüre erstellen, weil wir dort viele Gestaltungsaufgaben erledigen mussten und am Ende eben so eine Broschüre abgeben sollten. Und eine Musterseite hat die Funktion, dass ich in InDesign sozusagen eine Seite oder mehrere Musterseiten erstellen kann mit einem fixierten Hintergrund. Das heißt, ich erstelle meine ganzen Portfolio- oder Broschürenseiten und kann diesen einzelnen Seiten eine jeweilige Musterseite zuordnen. Und dieser Hintergrund wird dann immer angezeigt und lässt sich auch in den einzelnen Seiten nicht bearbeiten oder anklicken, sondern nur auf den einzelnen Musterseiten selbst. Was genau ich damit meine, seht ihr jetzt. In InDesign ist immer schon mal standardmäßig hier die A-Musterseite fest angelegt in Form einer Doppelseite. Wenn ihr ein Portfolio erstellt oder eine Broschüre, dann arbeitet man hier meistens mit Doppelseiten und deshalb hat man hier eben auch die Musterseite in Form einer Doppelseite. Und wenn wir hier mal auf die rechte oder auf die linke Seite draufklicken, dann passiert erstmal nichts. Ihr könnt die Musterseite mit einem Doppelklick öffnen. Das heißt, ich klicke jetzt mal mit einem Doppelklick auf die rechte Seite drauf. Ihr seht es, es öffnet sich direkt hier diese Musterseite in Form einer Doppelseite. Und wenn wir nun beide Seiten mal markieren mit gedrückter Shift-Taste und einen Rechtsklick machen, dann gibt es hier die Möglichkeit, auf Musterseitenoption für A-Musterseite drauf zu drücken. Wenn wir da mal draufklicken, dann sehen wir hier mal dieses kleine Fenster und zum einen können wir hier nochmal den Namen ändern, zum Beispiel soll das die Musterseite für ein Titelblatt sein und hier können wir auch noch eine Seitenanzahl angeben. Wir nehmen mal eine Seite, weil ich das für ein Titelblatt verwenden möchte. Da brauche ich nur eine Seite und bestätige das Ganze mit OK. InDesign zeigt mir jetzt nur noch eine Musterseite an und zwar mein A-Titelblatt. Wenn ich da wieder einen Rechtsklick drauf mache, dann gibt es hier natürlich noch die Möglichkeit, Musterseite auf Seiten anwenden, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir da draufklicken, dann kann ich hier zum Beispiel selbst meine Seiten angeben, auf die eben diese Musterseite angewendet werden soll, zum Beispiel 1,4,5. Wir brauchen das natürlich nur auf Seite 1, aber wir geben erstmal nichts an. Ihr könnt hier dann auch, wenn ihr andere Musterseiten anlegt, auch ja eine bestimmte Musterseite hier direkt auswählen und das Ganze dann hier sozusagen schon mal koordinieren und sortieren. Das Ganze muss man nicht so machen, man kann es auch per Drag and Drop einfach auf die jeweiligen Seiten draufziehen. Dazu aber später mehr. Ich klicke auf Abbrechen und möchte noch eine Musterseite erstellen. Und zwar klicken wir jetzt einfach hier in diesen leeren grauen Bereich rein mit einem Rechtsklick und gehen auf neue Musterseite. Wir können hier dem Ganzen natürlich auch wieder einen Namen geben. Ich gebe einfach mal Plankopf 1 ein und lasse die Seitenanzahl 2-mal aktiviert. Ich kann hier auch direkt das Seitenformat noch einstellen und bestätige das Ganze wieder mit OK. Jetzt wird hier direkt die neue Musterseite angezeigt und zwar eine Doppelseite. Ich ziehe das Ganze hier mal runter, damit ihr das oben sehen könnt. Und ja, das ist jetzt unsere Musterseite. Unterscheidet sich jetzt nicht von den normalen Seiten, die wir hier unten finden können. Wenn wir da immer draufklicken, dann öffnet sich die jeweilige Seite. Und wir können auch nach unten scrollen, um alle Seiten zu sehen. Wir erstellen jetzt erstmal die Musterseite für unser Titelblatt. Da wieder mit Doppelklick draufklicken. Ihr könnt hier auch ganz schön erkennen, auf welcher Seite ihr euch befindet, denn die jeweilige Seite wird in hellblau angezeigt. Wenn ihr jetzt einfach eine Standard-Online-Präsentation erstellt, dann könnt ihr das Titelblatt natürlich auch direkt auf der Einzelseite erstellen, müsst dafür nicht eine eigene Musterseite erstellen. Aber wenn ihr zum Beispiel euer Portfolio oder eine Broschüre erstellt, dann
könnt ihr mit verschiedenen Musterseiten arbeiten, um zum Beispiel immer standardmäßig ein gleiches Layout zu haben. Ihr könnt aber auch die Musterseiten für Texthintergründe nutzen, das heißt, indem ihr immer euren Namen überall reinschreibt oder Maßstab oder Notfall einfügt oder. Ich zeige euch jetzt erstmal grundsätzlich, wie das Ganze funktioniert. Und zwar nehmen wir an, ich habe hier ein Foto, was ich hier einfüge, um ja einen Hintergrund zu haben. Ich ziehe einfach mal standardmäßig hier das Ganze rein und ich sage nein, ich möchte das Ganze doch auf der ganzen Seite sehen. Passe das Ganze wieder richtig an Rahmen proportional füllen und möchte jedoch, dass dieses Rendering eher mehr transparent angezeigt wird. Dann gehe ich hier auf Effekte, Transparenz, gebe hier mal 40% ein, kann natürlich noch andere Effekte anwenden und auch die Vorschau nutzen, bestätige mit OK und ziehe hier einfach mal einen Textrahmen rein und schreibe einfach Projekt ein und passen das Ganze jetzt so an, wie es uns gefällt. Jetzt bin ich zufrieden. Was passiert? Ihr seht, dass InDesign direkt einfach A-Titelblatt als Musterseite bei meinen ganzen Seiten verwendet hat. Ich kann jetzt aber sagen, dass natürlich die Titelseite nur auf dem ersten Blatt als Musterseite abgebildet sein soll. Und die anderen zwei Seiten sollen erstmal keine bestimmte Musterseite haben. Wenn ich natürlich schon meine Musterseite angelegt habe, dann kann ich das hier schon mal alles anpassen. Aber ich kann jetzt hier dieses erste Blatt ohne nehmen. Ich klicke drauf, halte gedrückt mit meiner linken Maustaste und ihr seht, hier erscheint direkt das Blatt als Symbol mit der Hand und kann es hier drüber ziehen. Und schon ist die Seite wieder weiß. Und das funktioniert mit allen Musterseiten. Ich kann jetzt wieder zum Beispiel das Titelblatt nehmen und rüberziehen. Und was auch richtig toll ist, denn wenn wir jetzt hier wieder einen Rechtsklick machen, gibt es hier die Möglichkeit, auf Seitenattribute zu gehen, Farbetikett. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, dass mein Titelblatt die Farbe Blau nehmen soll. Und dann wird das Ganze hier markiert. Genauso hier bei den anderen Seiten gehe ich wieder auf Seitenattribut. Sage, das wird jetzt grün und wenn ich das hier jetzt rüberziehe, habe ich hier direkt zum einen die Musterseite B stehen, aber auch die Farbe. Ist jetzt wieder Geschmackssache, ob man das braucht oder nicht, aber ich finde es für mich persönlich super praktisch und nochmal ja ansprechender. Dann muss man nicht immer hier auf die einzelnen Buchstaben achten. Ist auch super praktisch, wenn man im Gesamten eine Übersicht haben möchte, wenn man ganz viele Seiten hat und nicht nur auf die Buchstaben achten möchte. Das Ganze kann auch dann einfach auch viel übersichtlicher sein, wenn man diese Farbenetiketten verwendet. Jetzt mache ich das Ganze wieder rückgängig und ziehe wieder hier die weißen Seiten drüber. Und jetzt klicken wir auf unsere erste Seite drauf. Und wir sehen jetzt natürlich zum einen die gleiche Ansicht wie auf dem Titelblatt auch. Aber jetzt kann ich nämlich gar nichts anklicken. Ihr seht es, alles ist fest fixiert und nur auf der jeweiligen Musterseite bearbeitbar. Jetzt habe ich immer meinen Standard-Hintergrund und auch meinen Standard-Text und kann jetzt zum Beispiel immer für jedes Projekt einzeln hier nochmal ein separates Textfeld aufziehen. Jetzt machen wir das Ganze wieder gleich groß. Ihr könnt aber auch diese ganzen Fenster oder Bilder natürlich auch kopieren und einfügen. Ich schreibe jetzt einfach mal München rein, verändere jetzt noch die Schriftgröße und dann ist das quasi der Bereich, der immer veränderbar ist und dieser Bereich ist fixiert als Hintergrund. Wenn ihr jetzt eben euer Portfolio erstellt, dann ist das super praktisch, weil dann könnt ihr diese Seiten immer kopieren und müsst nur noch minimal Sachen anpassen und verändern und nicht immer alles nochmal neu machen. Spart dadurch natürlich wieder viel Zeit. Und dann könnt ihr natürlich auch die anderen Musterseiten bearbeiten. Zum Beispiel könnt ihr oben rechts immer ein Piktor eures Grundrisses einfügen. Ich ziehe jetzt einfach mal etwas rein. Positioniere das Ganze so, wie es mir gefällt. Dann könnt ihr zum Beispiel immer die Bereiche markieren, die gerade auf euren Plänen dargestellt werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gerade Bilder oder Grundrisse, Schnitte, Ansichten, was auch immer von diesem Teilgebäude drin habt, dann könnt ihr im Piktogrundriss sozusagen
diesen Gebäudeteil markieren und dann habt ihr einfach eine schöne Übersicht nach im Portfolio oder in der Broschüre. Auch bei euren Präsentationsplänen kann das sehr hilfreich sein und ein ja, schönes Layout darstellen. Und dann könnt ihr hier unten links natürlich wieder eure ganzen Gruppenmitglieder einfügen oder eben wieder Projekt X. Und dann steht hier zum Beispiel der Standort oder euer Name. Und wenn ihr nun das Ganze auf die jeweiligen Seiten draufzieht und dann drauf geht, dann seht ihr wieder, dass wir das Ganze hier eingefügt haben. Und so könnt ihr eben viel Zeit sparen und eure Musterseiten erstellen und bearbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.